seine Fratze schützen. Deshalb muss er sich eine Maske ausstülpen. Oder möchte er nur seine Hässlichkeit verdecken? Meinetwegen kann er hier auch gleich verrecken. Oder warum sieht seine Maske so depressiv aus? Ein Wörtchen und der Kerl fliegt raus. Ich rufe besser lieber gleich den Leichenwagen und sage, er hat das Battle einfach nicht ertragen. Du kannst mich ja nach dem Feature fragen, aber solltest du das tun, platzt mir der Kragen. Du wärst ja wohl gern mit Ente in der Crew, doch dann ging es ja nicht mit rechten Dingen zu. Weil auch mit deiner Fancap geht Ente einfach ganz schnell weg und geht ganz flink Richtung Backstage and say, you can watch my webpage, page, page. You can watch my webpage and you can watch my webpage. Ey Mentes, du wirkst immer so trotzig, mach doch den Kopf hoch, lieber doch nicht. Du machst das Gegenteil für coolen Scheiß, wenn man Buchstaben ändert, bist du das Teil, was man in Cola schmeißt. Ja genau, du wirst in braune Flüssigkeit geworfen. Das reicht, du wirst in braune Flüssigkeit geworfen. Du machst gegen Tobi ne mieses Part und ich nehme deinen Mund und reiß dir deine Kiefer ab. Er ist Hip-Hard, dick der Pisser, doch mit dem Hut und der Aura wirkst du eher wie ein Fischer. Fischer, der ekelhafte, glitschige Fischer ans Land holt, die ungefähr dieselbe Persönlichkeit wie du haben. Gibst dein TNM-Stuff als Quali ab, was ich jetzt deiner Mami sag, denn du wollte scheinbar kein LRT-Besucher sein. So das Schlimmste ist, wenn du wie ein Mogul denkst, du würdest das fresche Kind sein. Du gehörst ja zu den Fixer-Kindern, versteckt euch in euren Kinderzimmern. Denn Tobis jagt euch jetzt mit krasse Punches. Find ich euch, jag ich euch mit fucking an weg. Hab ich dich gefunden, ist eines klar. Ich erschrecke dich, das würde dich ein feines Jahr. Zum Schluss würde ich ja noch was Twitter sagen. Aber jetzt muss ich mal bitter fragen: Wo ist dein Twitter-Account? Hätte ihn doch so gern bestaunt. Mann, nun bin ich schlecht gelaunt.